Hallo Leute, willkommen zum 15. Türchen mit dem Spiel Terraria. Ja, falls ihr das nicht kennt, das ist so ähnlich wie Minecraft, bloß in 2D. Ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen. Und zwar gehen wir in den Einzelspieler und müssen uns einen Charakter erstellen. Und zwar können wir den dann bestücken, weißt du? Nein, erstellen, wie wir wollen. Und jo, deswegen machen wir das auch einfach mal. So. Haben wir auch noch verschiedene Haarfrisuren. Die hier finde ich übrigens toll. Trage ich auch in Real Life. Ja, es gibt sehr viel Müll. Ja, so viel Alter. Eigentlich mag ich ja die am liebsten, weil es einfach die Standard-Dinger sind. So. Bisschen dunkler. Augenfarbe. So. Haut. Nee, grün. Nein. So, Kleidung. Schwert, nein. Ja, was nehmen wir denn mal? So, Unterhemd. Hätte ich eigentlich ganz gerne die gleiche Farbe, ungefähr so. Hose. Merk schon, ich hab's mit Blau. So, und Schuhe. Vielleicht so ein bisschen grünlich. Oder doch. Ach, guck mal, einfach so. Obwohl, so richtig gefallen will mir jetzt auch nicht. Machen wir so. So. Dann, hatten wir jetzt Kleidung? Ja, genau. Dann haben wir hier Softcore, Mediumcore und Hardcore. Softcore, man lässt nur Geld fallen, man lässt Items fallen. Naja, sterben fürs Gute. Das heißt, es ist vorbei, wenn du einmal tot bist. Wir spielen natürlich auf Softcore jetzt zu Testzwecken. Oder sollen wir auf Hardcore spielen und wenn wir sterben, beenden wir das Ganze? Ja, machen wir es nochmal so. Ja, und dann erstellen. Charaktername. Und dann nehmen wir den. Hier können wir uns den auch nochmal so in der Vorschau angucken. Und dann können wir eine Welt erschaffen. Klein, mittel, groß. Für unsere Zwecke reicht jetzt Mittel vollkommen. Jo. Nennen wir sie einfach mal Welt 1 und scheißen auf alles andere. Dann wird die ganze Sache generiert. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ja, das Ö und Ä und so. Entschuldigung. Die sind mir noch ein bisschen kacke, aber naja, vielleicht wird das noch gefixt. So. Hier nur mal so nochmal. Da gab es nichts mehr zum Einstellen, nicht dass ihr meckert oder so. Dann können wir uns jetzt auch direkt da rein begeben. Oh, Schluck auf. Das wird schlecht. Okay, alles klar. Dann haben wir hier unseren Guide. Und ja, den können wir ansprechen. Ich bin hier, um dir zu raten, was du als nächstes tust. Sollst immer zu mir kommen, wenn du feststeckst. Ja. Der gibt uns halt Tipps, das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ein Inventar, wo wir standardmäßig Kupferschwert, Kupferhacke und Kupferaxt haben. Und die haben manchmal so, sag doch schnell, verschiedene Features, sag ich mal. Die hier ist jetzt schlecht, weil die, ja, wenig Rückstoß hat, aber damit will ich ja eh nicht kämpfen, deswegen ist das uninteressant. So, wenn wir, sag doch schnell Shift gedrückt halten, können wir halt das entsprechende Werkzeug, was wir für den Block, den wir anvisiert haben, auswählen automatisch. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich werde mal gucken, was ich jetzt so mache. Verpiss dich doch mal da. Hier ist es praktisch, dass man einfach unten die Sachen anwählen kann.
Und dann wird der ganze Baum einfach abgebaut. Also das ist ja auch ein bisschen besser mit den Physics als in Minecraft. Ich bin eigentlich sowieso. Terraria ist eigentlich besser. Und wisst ihr was? Hase? Hä? Hä? Bam! Matsch. Yeah, spritzende Gedärme. Okay. Dann gibt's auch noch sowas wie Höhlen. Aber da ich jetzt keine Fackeln habe, will ich eigentlich nur ungern rein. Das Wasser möchte ich jetzt nicht so gern rein. Der Galt kann er von mir aus verschimmeln, den brauche ich nämlich nicht. Also werden wir erstmal ein bisschen nach rechts erkunden, weil nach links kommen wir nicht ganz so einfach. Okay. Mitnehmen. Okay, alles klar. Flup. Ja, und wie soll es anders sein? Erde können wir natürlich auch abbauen. So, also es ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Also wenn ich ein paar Leute kennen würde, die das auch spielen und auch mögen würden, dann würde ich das auch Let's Playen auf jeden Fall irgendwann mal. Aber dem ist im Moment nicht so. Gut, also ich werde erstmal so ein kleines Häuschen oder so bauen, mal gucken, weil, naja, wenn es Nacht wird und ich hier nichts zum Schutz habe und dann Zombies und so kommen, ist vielleicht nicht so cool auf Hardcore. Also es gibt ja auch Monster in der Nacht, so ist nicht. Das lohnt sich gar nicht. Da sind Schleims von denen, ja, die können angreifen, die sind nicht so freundlich, wie sie aussehen. Und die geben halt Schleim, das was ich hauptsächlich eigentlich brauche. Das ist irgendwie schlecht. Jetzt kommen die auch noch von allen Seiten, ihr blöden Wichser. Jetzt, nein! Nicht jetzt schon sterben. Ihr blöden Hurensöhne. Ich habe vorhin einen Trank aufgesammelt, den kann ich mit H zur Not benutzen. Ich hoffe mal einfach, dass es nicht nötig sein wird. Das Schwert ist ein bisschen doof, weil normalerweise machen Schwerter auch so einen Rundumschlag, aber ich habe jetzt noch ein Schwert, was nur so stechen kann. Und das ist schon ein bisschen kacke. So, dann kriegen wir Glibber. Stimmt, so heißt es. Und, ja. Es gibt auch verschiedene Gebiete und so, bla bla bla. Eigentlich alles, was es auch so in Minecraft gibt. Komm, spring und stirb. Alles klar. Also wenn es grenzwertig wird, werde ich den Trank auf jeden Fall einsetzen. Mann, ey. Blauschleim. Alles klar. So, hier ist auch so ein Gebietswechsel. Oh, Sonnenblumen, 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 Sonnenblumen. Blume, 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 mitnehmen, mitnehmen. Bringt, glaube ich, gar nichts, aber ist auch egal. Ich weiß gar nicht, jetzt gibt es viele neue Gebiete. Ich weiß gar nicht, was für welches alle gibt und was die bringen und hast nicht gesehen. Also, naja. Hab mal eine Zeit lang ziemlich viel Terraria gespielt, aber naja. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hä, das ist sogar sehr schlecht. Alter! Trank, Trank, Trank. Nein, nein, nicht jetzt sterben. Ich will nicht. Alter, willst du mich verarschen? Was sind denn hier alles für Tiere unterwegs? Scheiß Eichhörnchen. Puh. Schwein gehabt. Alter, leck mich mal am Arsch. Ihr seid ja blöde Wichser. Puh. Ich wäre schon fast in die Hose gegangen direkt. Hier könnte ich alle mal verpissen. Kann ich. Naja, kann ich nicht. Okay. Ja, wie ihr gesehen habt, die sind nicht so freundlich. Die sind uns nicht so freundlich gegenüber, bestimmt. Ich werde mal versuchen, hier so eine kleine Ausbuchtung schon mal zu machen. Damit wir gleich einfach hier rauskommen. So. Also was laufen denn hier für Leute rum? Ja. Bestimmt, was bist du denn für einer? Das ist irgendwie ungünstig, oder? Ich hätte da nicht hingehen sollen. Ich kann ja auch nicht töten von hier, dafür müsste ich die reinlassen, aber das möchte ich nicht. Alter, sind das blöde Wichser-Viecher. Ich müsste die jetzt da irgendwie einbauen.
Ah, Lutscher. Ja, geh weg. Bäh. Bäh. Oh, Alter, Alter, macht der Schaden. Oh, stimmt, das Ding hat ja kaum Rückstoß. Ja, okay. Rückstoß macht ihm sowieso nichts aus, wie scheint. Alter, ich muss hier weg. Hier sind mir definitiv zu viele Gegner. Ja. Alter, warum? Alter, er ist auch ein Wichser. Alter, nie. Irgendwie klappt das nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Hardcore-Scheiße, 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 Hardcore-Scheiße. Er trinkt doch. Lass mich in Ruhe. Guide, hilf mir. Na, leider kann der Guide nichts. Beziehungsweise kann uns in diesen Situationen leider nicht helfen. Okay. Alles safe. Erstmal die ganze Welt zubauen, aber hier werden wir eh nicht viel machen, deswegen ist das ja relativ egal. Hauptsache, wir kriegen irgendwelche Seile. Plus zwei Bereich kann platziert werden. Kann aufbestiegen. Was? Ach so, ja, okay, kann man dann hochklettern, meinen die damit. Alter, ich glaube, wir sind diesen komischen Mongo da los. Also Mongo Nummer 1. Gibt ja noch genug andere hier, wie man ganz gut sieht. Eigentlich müsste das Viech. Kann das Ding da rein? Ich hoffe nicht. Bitte komm hier nicht rein. Ach du Scheiße, ich merke schon, wir müssen die Nacht hier verbringen. Du blöder Hurensohn. Komm her. Nein, ich habe nicht draus gelernt. Jetzt komm doch her. Boah. Stirb. Stirb jetzt. Stirb doch. Meine Fresse. Hat doch gedauert. Also Holz baut man ja jetzt mit einer Spitzhacke ab. Das war auch nicht immer so. Wisst ihr was? Wir werden uns einfach eine Bergbude bauen. Aber vorher werde ich euch mal ganz kurz hier das Crafting-Inventar zeigen. So, genug von gezeigt. Ja, könnt ihr jetzt Sachen craften, ne? Ist zwar viel an Minecraft angelegt, aber es ist nicht wirklich ein Minecraft-Klon. Definitiv nicht. Also sehe ich nicht als diesen an. Oder als solchen vielmehr. Vielleicht kommen ja hier nettere Gebiete. Erkunden wir dann gleich mal. Geh weg, du Scheißvogel. Der tut zum Glück nichts. Und gegen Viecher, die nichts tun, habe ich eigentlich im Moment nichts. Nachdem ich das erlebt habe gerade. Ich weiß nicht, was das für ein Gebiet war, aber es hat mir nicht gefallen. Eigentlich fand ich das schon ganz schön frech, was da so rumgelaufen ist. So, hier erstmal alles wegmachen. Alles klar. Bergbude, auf geht's. Na, jetzt mach das doch mal weg hier. Den Hintergrund können wir später auch ändern oder wegmachen, aber das habe ich jetzt nicht das richtige Werkzeug für. Dafür braucht man einen Hammer. Und ich habe keinen. So, machen wir es erstmal provisorisch, damit uns keiner auf den Sack geht. Ja. Na, das war ja sehr gut. Wir können aber, glaube ich, uns noch ein paar Erdwände machen, oder geht das schon? Werfen Sie einen Kleimebelein des Salz erstellen. Oh yeah, deutsche Übersetzung sagt richtig hart. Da war Google Übersetzer am Werk. Aber na gut, passiert. Soll einen nicht stören. Ist jetzt nur bei den neueren Sachen, bei den älteren, da ist das schon gut gemacht. So, Fackeln können wir halt mit diesem Glibber machen und mit etwas Holz. So, machen wir es doch direkt mal. So. Kann man jetzt mittlerweile auch an Hintergründe anbringen, das ist auch cool. Das ging auch nicht immer. Ja. Oder auch nicht. So. Tschüss, Guide, du da unten kannst von mir aus elendig verrecken. Alles klar. Wir machen uns mal ein bisschen Platz hier. So. Alles klar.
Puh, was machen wir jetzt? Wir können uns ein Feuer machen, aber wir machen uns erstmal eine Werkbank. Was man damit macht, dürfte eigentlich bekannt sein. Kann man halt neue Sachen mitmachen, zum Beispiel Türen, die ich gerade sehr willkommen heiße. Ja, und wie ihr auch merkt, es ändert sich die Musik, wenn es Nacht ist. Und ist nicht mehr ganz so einladend wie vorher. Obwohl, jetzt geht's wieder. Genau, Holzwand, aber ich mache erstmal noch ein paar Dreckwände. Einfach weil es, na, jetzt einfach hierzu passt noch. Wunderschön. Die können wir nicht einfach übersetzen. Also einfach was drüber setzen, das geht nicht. So, dann machen wir uns noch einen Tisch und einen Stuhl, denn das ist das Grundinventar, was man braucht, damit das Haus auch als Haus angesehen wird, falls der NPC da mal einziehen möchte. Na geil. Man muss in die Richtung gucken, wo der Stuhl stehen soll. Kann ich die Werkbank eigentlich auf den Tisch stellen? Das wäre cool. Geht, glaube ich, nicht. Ne. Okay, alles klar. Machen wir uns draußen mal ein kleines Lagerfeuer. Man hat auch so, ja, Rüstung gibt's auch. Cool, Zäune gibt's auch. Also jetzt gibt's richtig viele Sachen. Es gibt auch so ein Crafting-Window, da ist das dann alles ein bisschen besser aufgelistet. Das ist auch schick. Da muss man sich hier nicht so durchscrollen. So. Wir machen uns jetzt mal ein Lagerfeuer. Und das stellen wir einfach draußen auf. So, zack. Zack. Wo habe ich die denn da? Nachkommen. So, bauen wir es mal ab hier. Ah, kurz an der Nase kratzen da. Alles klar. Guck mal, ein kleines Häschen. Töten. Nein, okay. Ich lasse es ja. Ich lasse es ja. Ja, da kommt auch schon so ein böses Auge, was ich nicht so gerne. Obwohl, die gehen eigentlich, die können wir so wegklatschen. Da traue ich mich auch dran, weil mit denen bin ich vertraut, mit den anderen Viechern irgendwie nicht. Die sind für mich komplett Neuland. Bestes Wort und so, ne? Machen zwar auch viel Schaden, aber finde ich nicht so bedrohlich wie die anderen Viecher, die da gerade waren. Stierphase. Er hat mich provoziert, da kann ich auch nichts fühlen. Oh, da unten kommt ein Zombie. Der kann da auch bleiben. Jetzt wird der Guide wahrscheinlich auch noch sterben. Nein, Steve. Ich glaube, der möchte rein. Sollen wir ihm aufmachen? Ich glaube, der kriegt die Tür eh irgendwann durch. Deswegen ist das egal. Komm mal einfach so. Ups. Stirb, 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 stirb. Okay, alles klar. So, mal so nett sein und dem Guide ein bisschen helfen. Komm. Wir stellen dem Guide todesmutig ein Lagerfeuer auf. Alles klar. So, jetzt verpiss ich mich wieder, ne? Das ist jetzt schön warm da. Tschüss. So, und ich würde sagen, ich warte jetzt einfach mal wieder, bis es Tag wird. Und ihr kriegt dann einen kleinen Cut, damit ihr euch hier nicht langweilen müsst. Bis gleich. So, es wird wieder Tag und unser Geld-NPC ist da unten am Sterben. Das ist natürlich äußerst schade. Womit ich sagen würde, ist mir eigentlich scheißegal. Wir werden uns jetzt gleich mal wieder auf den Weg machen, aber da ich die ungern reinlassen will, warte ich mal, bis der Geld tot ist. So, Steven wurde durch Punkt, Punkt, Punkt. Tja, das ist ärgerlich. Wie ihr seht, die Zombies sehen auch verschieden aus, aber ich werde mir jetzt erstmal einen Fluchttunnel bauen. Weil, naja, so geht das ja nicht. Hier komme ich ja nicht lebend raus.
Nicht, dass hier viele Zombies wären. Das ist ja jetzt Quatsch. Gut. So, machen uns mal eben noch ein paar Holzplanken. Guck mal, ich glaube, die verpissen sich jetzt alle. Ja, wird Tag, die verpissen sich alle. Aber nur vorsichtshalber für die nächste Nacht mache ich mir einfach mal einen Fluchttunnel. Man weiß ja nie, wann man ihn braucht. Falls wir es überhaupt noch bis dahin schaffen. Man weiß es nicht. So. Wie viel Platz habe ich denn jetzt hier gelassen? So. Eigentlich die einfachste Methode, um hier was abzumessen. Wirklich easy. Passt sogar genau hier oben, womit ich sagen würde, das war natürlich geplant. Cool, Regen hatte ich auch noch nie. Ist ja auch chillig. Ändert sich da auch die Musik? Das ist ein Flugzeug? Nee, fliegender Fisch. Oha. Wie, der macht Schaden, du bist ja ein Arsch. Hör mal auf damit. Ist auch unbedingt nötig, dass der so viel HP hat. Kommen die jetzt beim Regen oder wie? Ich meine, ich habe da gerade irgendwas gehört, was mir nicht gefallen will. Alles kommen hier die ganze Zeit fliegende Fische, willst du mich jetzt verarschen? Die erste Krise überstanden, kommt hier die zweite oder was? Angeflogen im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ja ätzend. Alter, stirb doch. Ja, wie ihr seht, für jeden Gegner gibt es auch Münzen, wo man dann bei den NPCs was für, bei kaufen kann. Wir kriegen auch gleich einen neuen Guide, also, ne? Passt alles schon. Ach komm, du kannst mich mal am Arsch lecken. So. Wir werden uns auch noch ein bisschen Holz holen. Und wir lassen uns nicht von diesem Viech da davon abhalten. Ach, jetzt. Alter, sind die nervig. Oh, hört schon wieder auf, ne, oder? Hört's auf? Ne, ich glaube nicht. Oder doch, ich glaube schon. War jetzt auch nervig genug, diese Kurzphase. Oder regnet's hier einfach nur nicht? Das kann natürlich sein. Laufen wir mal hier hin. Laufen wir mal hier hin. Oh, Blumen. Cool. Bringt mir überhaupt nichts. Guck mal. Umbrella Slime. Regenschirm. Schleim. Ich meine, die Namen der Monster waren auch mal auf Deutsch, aber... Seltsam. Vielleicht auch wieder die neuesten, nicht auf Deutsch. Ja, auch ein bisschen stärker. Alter, Hardcore ist echt anstrengend. Ist echt Hardcore. So, weg mit dir. Den Regenschirm können wir leider nicht aufnehmen, eigentlich schade. Aber naja, passiert. Naja, wenn über solche Halbkanten, glaube ich, sind das jetzt mittlerweile, Wasser drüber läuft, dann ist das so ein unendlich fließendes Wasser. Normalerweise ist das auch so, Wasser fließt hier auch wirklich ab. Also du kannst hier Wasser wirklich verbrauchen, sozusagen. Und wenn das so weitergeht, sterb ich gleich. Stirb ich gleich. Ja, komm. Aber wir wollen ja auch was erkunden. Ist ja sonst langweilig. Ja, krieg ich eh Schaden. Oder doch nicht. Komm, 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 gib alles hier. So. Immer schön offen machen, solche Sachen. Oh, diese Flying Fishes gehen ja echt auf den Nerv. Jetzt stipp doch mal. Okay. Cool.
Na, ich gehe hier lang. Leck mich. Okay, bevor wir die Truhe öffnen, töten wir den nochmal. YOLO, YOLO. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir alles mögliche. Wurfmesser, Eisen, Holzpfeil, Flinkheitstrank. Können wir hier mal alles ausräumen? So. Wird das alles ausgeräumt? Und dann passt das. So, bla bla bla. Alles ausräumen. Wir haben auch so Equipment, das können wir hier halt auch so, ja, reintun. Dann bringt das halt was. Zum Beispiel mehr Nahkampftempo. Wobei das jetzt, glaube ich, auch noch, voreilig. Ah, okay. Also 5% Schnelligkeit an sich und nochmal 2% Nahkampftempo. Das ist cool. So. Die Kisten können wir übrigens auch mitnehmen. Warum uns selber keine machen? Und hier haben wir auch Erze, zum Beispiel Tin, was ich jetzt mal nicht mitnehme, weil es eigentlich uninteressant für uns ist. Jetzt haben wir hier noch mehr Tin wahrscheinlich, ja. Ach komm, können wir mitnehmen. Och, diese fliegenden Wichser, Alter. Sind die nervig. Die sind nicht mal stark oder so, also nicht wirklich. Die sind einfach nur nervig. Da oben ist, glaube ich, noch mehr Tin. Scheiße. Ach komm, die Welt benutzen wir eh nicht nochmal, deswegen können wir uns auch hier eben hochbauen. Boah, ihr seid nervig. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach, Kacke. Doppelt Kacke. Der hätte eigentlich auch drin bleiben können von mir aus. Alter. Vielen Dank. Fürs Verschwinden. Nehmen wir nochmal ein bisschen Holz mit, weil da schon der nächste fliegende Fisch kommt. Krieg ich gleich zu viel, ey. Ach komm, wir machen es mal auf den Rückweg. Und dann kann der mich auch mal. Der scheiß Fisch. Naja, mach du mal. Nerv du mich mal. Ich würde es nicht empfehlen. Du ziehst eh den Kürzeren. So. Ah ja, hier ist auch noch Erz. Und zwar Eisen. Wie gesagt, nur solche Wasserfälle sind unendlich. Solche Wasserquellen eigentlich nicht. Aber da ist jetzt auch wieder so ein Wasserfall entstanden. Das heißt, da fließt nicht wirklich Wasser runter. Das ist kein richtiges Wasser. Das ist einfach nur der Effekt. Okay, links wurde es einfach nur heller anscheinend. Naja. Oh, ich verzieh mich erstmal wieder in mein Haus, ja. Tschüss. Alles klar. Ja, wenn jetzt hier Guides wären, dann könnten wir, hier auch, Guides einziehen lassen. Jetzt steht hier, das ist keine zulässige Behausung. Man braucht halt bestimmte Kriterien für ein Haus, aber ich kenne die jetzt gerade nicht auswendig und ist mir eigentlich auch relativ egal gerade. Mit den Eicheln können wir Dingens pflanzen. Neue Bäume. Jetzt können wir mal alles reinpacken, was wir wirklich nicht brauchen. Obwohl. Granate. Kann ich euch auch mal eben zeigen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße. Erstmal healen. Obwohl ich hier drin ja eigentlich eh safe bin, aber egal. So, kann ich mal eben kurz gucken, ob wir irgendwas Interessantes basteln können. Spruchschild. Okay. Eisenamboss, cool.
Cool. Chillig. Und ihr könnt, du kannst dahin. Perfekt. Kann ich mir zwischenstellen, dann kann ich halt noch neue Sachen machen. Eisentür. Leere Eimer. Metallzaun. Machen uns mal einen Eimer, ich weiß gar nicht, was der bringt. Ausrüstbar. Also bestimmt nicht so. Ich denke mal, damit können wir einfach mal Wasser mitnehmen. Machen wir es doch, probieren wir es doch einfach mal. Kommt her. Hä? Lalala. YOLO. Ups. Nur vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Och, ihr seid doch nervig. Hoffen wir, dass dieser komische Mann nicht noch da ist. Dann können wir es wieder auskippen, oder was? Oh, cool. Das ist cool. Das ist cool. Will den kleinen Teich machen. Ich mag das. Oh. Schade, reicht nicht. Yay. Oh Mann, ey, total bescheuert. Oh nein. Ein böser Schleim. Geh weg, ich mache hier gerade meinen. Aua, ich habe gesagt, geh weg. Du bist fies, du gehst nicht weg. Yay. Okay. Yeah. Schnell. Weg hier. Alles klar. Wasser geht übrigens auch durch diese Dinger hier durch diese Regaldinger. Wie auch immer. Flasche, Material kann auch platziert werden. Sprich, wir werden so ein Ding einfach mal so bam auf den Tisch stellen. Gut. Können wir also schon mal wegräumen. Das hier und den Eimer behalte ich jetzt mal. Das können wir weg, das kann dahin. Rope kann ich euch gleich auch noch zeigen. Sonnenblumen behalte ich auch mal. Eisenerz. Ach komm, ich behalte das einfach alles mal. So. Eicheln. Eiche. Er hat Eiche gesagt. Okay. Anscheinend kriegen wir überhaupt keinen neuen Guide gerade. Der lässt sich irgendwie reichlich Zeit. Deswegen. Let's do some YOLO. Wenzone. Bumm. Lustig. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Ah ja, genau. Paar Sonnenblumen im Vorgarten pflanzen. Ey, geh weg. Jetzt verpiss dich. Das Holz passt doch gar nicht bei der Tür. Weil einfach alles andere Erde ist. Zu gut. Ey. Sonnenblume. 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 Nein. Sonnenblume. Okay. Na gut, ja, weil es jetzt auch nicht mehr sonderlich spannend wird, würde ich sagen. Lass uns ein bisschen YOLO machen. Ah ja, die Seile wollte ich euch noch zeigen. Kann man so benutzen, dann kann man sich da so dranhängen, glaube ich, genau. Wie hängt er sich denn da dran? Er denn für ein kranker Bastard. What the fuck? Kann man das hier so durchmachen? Ne, geht nicht. Was eigentlich auch cool, da kann man sich so dran hochziehen, so. Bleibt man so hängen. Ich bin hängen geblieben. Komm, machen wir das Ganze doch noch ein bisschen hässlich. Du verpiss dich.
Und zwar sofort. Ich hab gesagt, sofort. Genau, tschüss. Oh, die ganzen Gegner sind so nervig. Sterb doch bitte mal. So. Machen wir es jetzt mal so. Ziehen hier eine schöne hohe Mauer. So. Überdachen das Ganze direkt noch mit. Tja, denkt er, wa? Geh mir nicht auf den Piss. So. Oh, na egal. Häng ich da jetzt auch mal ein paar Seile dran. Das ging auch. Keine Ahnung, warum das Seil jetzt schwebt, aber es kann es einfach. Das ist ein magisches Seil. Boah. Yay. Okay, war jetzt nicht so episch, wie ich dachte. Egal. YOLO, auf geht's. So, ein bisschen Licht, damit ihr auch was seht. Verheiterte Augen. Ja, ja. Jetzt gibt's Action, was da los. Auf geht's! Ja, stimmt, die hat ja diesen komischen Mann versucht loszuwerden. Ich glaube, es war ein Pedel. Naja. So. Jetzt geht's ab, Alter. Gebiet erkunden. Oh. Hat sich das schon mal ziemlich schnell erledigt. Also wird das mit Sicherheit nichts. Ach du heilige Scheiße. Nein, niemals lebend. Oh Scheiße, ich sehe nichts. Stirb. Oh oh. Cool, dann sieht man was. Jetzt. Stirb. Aha. Okay. Wie, das Vieh ist immer noch nicht tot. Stirb doch bitte mal so. Schnell, muss bauen. Scheiß drauf. Muss mit anderen Sachen weiterbauen. Ja, die Musik ist total beruhigend. Geh mal weg von hinten. Alter. Kannst du dich mal verpissen? Nein! Self-Kill, in Würde. Tschüss. Tja, habe ich mir den Kopf wegreißen lassen. Und jetzt bin ich ein Geist und kann den anderen rein theoretisch zugucken. Aber da ich ja jetzt hier alleine bin, war's das. Ich kann auch nicht mehr Inventar oder so drücken. Ich habe eigentlich noch eine Karte auf Tab, aber die habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, weil die eh geil ist. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Türchen. Bis dahin, haut rein, Leute.